Der Zahnarzt. Herein. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, hier. Warum hier? Die Unterlagen? Ich habe hier alles in eine Axt, in einen Ordner zusammengegeben. Mein Name ist Siegfried Schwarz, Doktor Siegfried Schwarz, Anwalt, Staatsanwalt. Ich war neulich in den Seitenbrechen. Sie haben Sie mich nicht gesehen. Ja, also bitte, worum geht es? Ich bin bestohlen. Ja, dann sollten Sie lieber zur Polizei gehen. Hören Sie zu. Das Ganze ist ein sehr delikater Fall. Und ich brauche Ihre Hilfe. Verstehe. Wie heißt die Note? Und denken Sie hin, bitte, hören Sie mir zu und entscheiden Sie dann, ob Sie mir helfen wollen. Okay. Legen Sie los. Bis zum Zeitpunkt des Überfalls war ich ein glücklicher Mensch. Bis zu jenem nebeligen Novembertag, der mein Leben in seinen Grundfesten erschüttern sollte. Hey, erzählen Sie mir keinen Roman. Kommen Sie bitte zur Sache. Also, zur Sache, ja. An jenem besagten Tag war ich länger in meiner Kanzlei geblieben, um Akten aufzuarbeiten. Es müsste gegen Mitternacht gewesen sein. Da hörte ich es zum ersten Mal. Es war ein unheimliches, fast widerliches Geräusch, das in seiner Intensität immer mehr und mehr zunahm. Zuerst glaubte ich, die Klimaanlage sei defekt. Aber nichts ahnend ging ich dem Phänomen nach. Ich betrat vorsichtig das dunkle Nebenzimmer. Da fiel etwas, also jemand über mich her, sprang mich an wie ein wildes Tier, warf mich zu Boden und führte mir die Luft ab, bis ich das Bewusstsein verlor. Als ich wieder Wer fehlte? Die Dritten. Die Dritten? Welche Dritten? Mein künstliches Gebiss. Es lag neben mir auf dem Fußboden. Der Eindringling beugte sich über mich. In seiner Hand sah ich etwas metallisch glänzend. Konnte ich erkennen, was es war. Eine Zange, eine Riesenzange, mit der er gewaltsam in meinen Mund eindrang und mir meinen rechten oberen Setzer zog. Aber nicht zufällig die Putzfrau gekommen wäre. Wir haben eine Putzfrau, die kommt immer um Mitternacht. Wir nennen sie die Mitternachtsputzfrau. Und wer unhold auch noch meinen letzten Zahn, den linken unteren Siebener gezogen. Und bevor er verschwand, flüsterte er mir mit einer seltsam versteckten Stimme zu. Ja, was? Einen fauligen Mundgeruch dieses Unholds werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Als würden sich tausend Gräber öffnen und mir ihren Besthauch ins Gesicht schlagen. Ja, schön und gut. Was hat er gesagt? Den Siebener hol ich mir auch noch. Bis bald. Ah, das war alles? Ja. Verschwand es wieder. So schnell, wie es gekommen war. Ja. Konnten Sie erkennen, wer oder... Nein, es war dunkel. Die Stimme war künstlich verstellt. Die Person war maskiert. Maskiert? Es war eine Art Kostüm. Er sah
Sie sah aus wie eine Märchenfigur. Mickey Mouse. Ach, wie eine Märchenfigur. Ich würde sagen, das Ganze erinnerte mich an eine Fee. An eine Fee? Ja, an eine Fee. Irgendwie schadiges Rollen. Bin mir nur nicht klar, was ich da tun soll. Sie sollten lieber einen Arzt aufsuchen. Brauche ich keinen Psychiater. Ich bin gestohlen worden. Ja, ist mir ich schon möchte, klar. Dass Sie den Dieb finden. Ich will ihn fertig machen. Ich bin da soweit. Er soll hinter Schloss und Riegel verrotten. Ich will sein Leben zerstören. Wie er meines zerstört hat, so will ich sein Leben zerstören. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Wegen eines Zahns, Herr Dr. Schwarz. Ich meine, Sie reagieren da ein bisschen zu heftig. Zu heftig? Guter Mann, ich bin ruiniert. Nicht auszudenken, wenn ich den Siedner auch noch verliere. Den unteren Siedner. Was glauben Sie? Ich glaube auf das Plädoyer eines Staatsanwaltes, auf die Geschworenen wirkt, wenn dieser keine Zähne hat. Ja, wenn jede klar. Formulierung von lächerlichen Geschlauten entstellt wird. Dieser Unhold plant, mein Leben zu zerstören. Ich will ihn haben. Und ich bin bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen. Jeden? Meine Karriere hängt an einem Zahn, am unteren Siedler. Ich möchte, dass Sie diese Unterlagen studieren und Ihre Untersuchung in diese Richtung führen. Ich erwarte Ihren ersten Bericht nächste Woche. Ich gebe Ihnen eine Anzahlung, größere Summe. Daran soll es nicht liegen. Haben Sie was zum Schreiben ja, hier? Ja, natürlich. Bitte. Ich schreibe Ihnen einen Check aus. So. Also eine Summe. Wenn er gedeckt ist, ist es kein Problem. Erlauben Sie, mein Herr. Haben Sie, glaube ich, eine Null vergessen. Eine Null? Es ist 1000 Schilling. Ja, eben. 1000 Schilling. Stellen Sie sich vor, ich bin kein Kursus. Außerdem bekommen Sie ja bei Ihrem ersten Bericht eine weitere Anzahlung und den Schluss des vereinbarten Betrages bekommen Sie bei Erledigung des Falles ausgezahlt. Aber bitte, ich will auf Ihre Argumente eingehen. Sie müssen hier haben Spesen, das sehe ich ein. Ich will den Betrag erhöhen. Also gut. Hier, 1500 Schilling, aber damit reicht es jetzt. Der Aktenordner, den Dr. Schwarz mir auf den Tisch knallte, enthielt Unterlagen über den Fall des Zahnarztes Dr. Alexander Horny. Dr. Schwarz war damals dem Arzt als Pflichtverteidiger zugeteilt worden. Dr. Horny wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung mit einem Berufsverbot belegt. Der Arzt verschwand 3 Tage nach der Urteilsverkündung spurlos. Man nahm an, dass er Selbstmord beging. Neben Fotos und Zeitungsausschnitten war dem Akt ein gerichtsmedizinisches Gutachten der sterblichen Überreste Dr. Hornis beigelegt. Sektionsprotokoll Nummer 134-56 vom 6. August 1970. Das Opfer ist zunächst an der Zertrümmerung des Schädels und der vorderen Hirnpartie gestorben. Diese Zertrümmerung ist durch einen aus unmittelbarer Nähe gegen den Unterkiefer abgefeuerten Schuss veranlasst worden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Tod augenblicklich eingetreten ist und das Opfer daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verlor, infolgedessen von der Fahrbahn abkam und 500 Meter in die Tiefe stürzte. Durch die Wucht des Aufpralles und die darauffolgende Explosion des Wagens ist die Leiche fast vollständig zerstört worden. Eine Identifizierung durch Fingerabdrücke oder Gebissanalyse konnte nicht erfolgen. Es kann nicht mit 100%iger Sicherheit bewiesen werden, dass es sich bei dem Toten wirklich um Dr. Horny handelt. Horny hinterließ eine Frau und eine Tochter. Das letzte Blatt im Akt war die Traueranzeige einer Tageszeitung. Das Ewige regt sich fort in allem, denn alles muss ins Nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will. Goethe. In tiefer Trauer verbleiben deine Frau Miriam und deine Ajona. Die Zeilen,
denn alles muss ins Nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will, waren doppelt unterstrichen. Dr. Schwarz war offensichtlich davon überzeugt, dass Horney untergetaucht war und jetzt nach Jahren Rache an seinem damals noch unerfahrenen Anwalt nahm. Der Fall begann für mich interessant zu werden. Ich hatte Blut gerochen und begann die Fährte aufzunehmen. Horney. Dr. Iona Horney. 4677732. Guten Tag. Sie hören die Nussknacker-Suite von Peter Ilyich Tschaikowski. Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können, steht Ihnen Dr. Iona Horney Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung. Im Anschluss daran Zahnputzseminare. Mittwoch für Kleinkinder von 1 bis 8 unter dem Motto Spaß ist der Zahnfee. Donnerstag für Kinder und Erwachsene, gib den Zweiten eine Chance. Und freitags unser Seniorentreff mit dem Schwerpunkt Was pickt das Held? Dr. Iona Horney und ihr Team freuen sich schon auf ihren Besuch. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Felix Lerner. Guten Tag, was führt Sie zu uns? Ja, akute Zahnschmerzen. Waren Sie schon einmal in unserer Praxis? Nein. Dann füllen Sie bitte dieses Formular hier aus. Wir haben Sie was zum Schreiben. Und setzen Sie sich in unser Wartezimmer, bis Sie aufgerufen werden. Danke. Bitte. Meine akuten Zahnschmerzen waren natürlich eine Notlüge, aber für mich der einzige Weg, so schnell wie möglich in die Höhle des Löwen zu kommen. Für gewöhnlich war ich nicht ängstlich, das könnte ich mir in meinem Metier gar nicht leisten. Angst gehört zu meinem Alltag, aber jetzt saß ich da und wartete. Und langsam befiel mich eine Unruhe, ein unbestimmtes Unwohlsein, obwohl das Wartezimmer ganz in einem freundlichen Weiß gehalten war. Überall standen Duftlampen, offenbar, um den Desinfektionsgeruch übertünchen zu können. Wie weit beruhigender aus den Lautsprechern, wohl um das Singen der Bohrer und die Schreie der Gequälten aus den Nebenräumen zu übertönen. Ich verkrampfte mich immer mehr. Ich hasste Zahnärzte. Nur wenige Menschen warteten. Mir gegenüber saß ein alter Mann, der sein Gebiss ständig vor- und zurückschob. Eine Mutter mit zwei Kindern, ein pubertierendes Mädchen mit 15 Pickeln und einer Riesenzahnspange. Sie sah aus wie ein kybernetisches Hollywood-Alien. Halb Maschine, halb Mensch würde sie bald aufspringen und ein schreckliches Massaker anrichten. Mit ihrem Stahlgebiss würde sie uns die Köpfe abbeißen und die weißen Wände würden sich blutrot färben. Herr Lerner, bitte folgen Sie mir. Nehmen Sie bitte Platz, die Frau Doktor wird bald bei Ihnen sein. Die Assistentin, eine aparte, freundliche Erscheinung, zwischen 35 und 40. Für ihr Alter besaß sie eine ausgezeichnete Figur. Auf ihrem üppigen Busen wogte in Form eines kleinen Schiffchens ein Namensschild, auf dem S.R. Erika A. zu lesen war. Bitte, nehmen Sie Platz. Und machen Sie sich bequem. Diese Aufforderung war der reinste Hohn, aber irgendwie konnte man dieser naiven Peroxidblondine nicht böse sein. Sie hatte etwas Liebenswertes. Schon seltsam. S.R. Erika A. lächelte die ganze Zeit wie eine Stewardess. Eine Berufskrankheit in einem Metier, in dem der Kunde fast vor Angst stirbt. Ich nahm Platz. Die Ärztin betrat den Raum. Sie war von hoher Statur, schlank, sportlich. Ihr langes, kastanienbraunes Haar war streng nach hinten gekämmt. Sie war schön, sehr kühl. Ihre blauen Augen waren groß. Sie fixierte mich
wie die Schlange das Kaninchen. Ich wich ihrem Blick sofort aus. Guten Tag. Wo drückt der Schuh? Der Schuh? Nein, der obere Schneidezahn. Bitte lassen Sie mich einmal sehen. Mund auf, weiter, weiter, weiter auf. Die Ärztin griff nach einem Schaber und fuhr damit über meinen Zahn. Tut das weh? Nein. Komisch. Der Zahn sieht ganz okay aus. Sind Sie sicher, dass dieser Zahn schmerzt? Wenn ich es mir so recht überlege, dann tut er mir gar nicht mehr weh. Dieses Phänomen kennen wir. In Stresssituationen wird Adrenalin ausgeschüttet. Das wirkt wie ein Schmerzmittel. Wann waren Sie das letzte Mal bei einem Zahnarzt in Behandlung? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das muss schon Jahre her sein. Ach, wie unvernünftig. Wenn Sie ein Auto wären, wäre Ihr Pickel schon längst abgelaufen. Erika, ich glaube, wir machen am besten ein Panoramaröntgen, dann wissen wir mehr. Sehr wohl. Bitte, kommen Sie mit. Mein Gott, worauf hatte ich mich da eingelassen? Jetzt gab es kein Zurück mehr. Ich folgte der Assistentin und durfte mir nichts anmerken lassen, denn ich wusste, dass spätestens jetzt mein Schwindel auffliegen würde. Ich pflegte meine Zähne sehr penibel. Bitte, ziehen Sie den Bleischutz über. Stellen Sie sich jetzt hierher und halten Sie sich an diesen beiden Griffen fest. Ja, gut. Jetzt legen Sie Ihr Kinn auf diese Metallplatte und beißen Sie in diese Vorrichtung. Ja. Das Röntgengerät begann wie ein Damoklesschwert langsam, bedrohlich surrend, über meinen Kopf zu rotieren. Ich machte gute Miene zum bösen Spiel. Durch das Beobachtungsfenster in der Schutztür sah ich SR Erika A. Sie lächelte noch immer. Die Zahnärztin kam und begann mit SR Erika A. zu sprechen. Es schien eine sehr heftige Diskussion zu sein, deren Inhalt ich nicht vernehmen konnte. Die Ärztin fuchtelte mit Karteikarten herum, die prompt zu Boden fielen. Ich sah den wutentbrannten Ausdruck in den Augen der Ärztin und war in diesem Moment froh, in der Strahlenkammer zu stehen. So, für heute haben Sie das Gröbste überstanden. Ärger mit dem Boss? Ja, sie ist ein bisschen verspannt in letzter Zeit. Zu viel Arbeit. Dr. Horney ist ein sehr genauer Mensch und kann es nicht ausstehen, wenn einer seine Arbeit nicht richtig macht. SR Erika A. begann, die am Boden liegenden Karteikarten einzusammeln. Ich bückte mich und half ihr. Dabei fiel mein Blick auf eine Karte mit dem Namen Dr. Siegfried Schwarz. Adresse und die Zahnbehandlungen der letzten 10 Jahre waren darauf notiert. Bevor ich sie näher studieren konnte, nahm mir SR Erika A. die Karte ab. So, bitte. Danke. Dr. Horney scheint hart, aber sie ist gerecht, genau wie ihr Vater. Sie kannten ihren Vater? Nur flüchtig. Den Befund erhalten Sie morgen, Ihr Termin ist um 14.30 Uhr. Ich war froh, dem Ganzen für eine Weile entronnen zu sein. Jetzt brauchte ich dringend etwas zwischen den Zähnen. Am besten etwas Flüssiges, denn ich musste mich und mein Gebiss schonen. Einen doppelten Whisky on the rocks. Ich nahm einen großen Schluck, doch das Eis im Whisky tat meinen Zähnen nicht gut. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ja, doch es war zu spät. Meine Zähne begannen zu schmerzen. Ich drehte die Flimmerkiste auf und wollte nur noch abschalten. Mich, nicht die Flimmerkiste. Die Schlagzeilen. Die Zahnfee hat wieder zugeschlagen. Phantom terrorisiert die Stadt und hält ein Land in Atem. Grauenvoller Anschlag auf den Star-Reporter und lieben Kollegen Hans Eder. Dem Opfer wurden bei vollem Bewusstsein seine Zähne aus dem Mund gerissen. Was will die Zahnfee? Dazu als Studiogast Staatsanwalt Dr. Siegfried Schwarz. Was ich sah, war ein gebrochener Mann, ein Häufchen Elend, das über den Bildschirm flimmerte. Der Journalist Eder war mit Beruhigungsmitteln vollgestopft. In seinem sonst so makellosen Zahnpasta-Lächeln klaffte ein großes schwarzes Nichts. Eder war erledigt. Ich wusste, der würde nie mehr so werden, wie er einmal war. Aber was hat der Journalist Eder
mit dem Anwalt von Dr. Horney zu tun. Und Zahnfee. Zahnfee, sowas kann auch nur den Medien einfallen. Damit kann man noch Schlagzeilen machen. In dem Aktenordner von Dr. Schwarz fand ich die Antwort. Eder war in den 70er Jahren im Lokalteil einer Tageszeitung beschäftigt und schrieb über den Fall des Dr. Horney. Die Schlagzeilen seiner Artikel waren damals nicht gerade zimperlich mit ihrem Urteil über den Arzt. Die grauenvolle Wahrheit über Hornys Zahnpraktiken. Die Praxis des Todes. Der Bohrer des Schreckens. Mir war klar, dass es sich bei diesen Anschlägen um einen Racheakt handelte. Ich musste wohl oder übel wieder in die Praxis zurück. Hornys Tochter war die einzige Möglichkeit, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Herr Lana, hier haben wir Ihr Röntgenbild und ich sehe nichts. Ihre Zähne sind in bester Verfassung. Ich hörte Sie reden und wusste, ich musste mir so schnell wie möglich einen guten Grund einfallen lassen, um hier bleiben zu können. Bitte entfernen Sie mir meine... Zahnstein, Belege... Nein, bitte entfernen Sie mir meine Amalgamplomben. Warum? Die sind alle noch in sehr gutem Zustand. Ja, ich habe gelesen, Sie können schwere Schäden im Körper hervorrufen. Allergien. Männer können impotent werden, Frauen unfruchtbar. Alles total übertrieben, aber wenn Sie es wünschen, möchten Sie Goldinlays oder Keramik? Gold. Es wird aber teuer, circa 7.000 pro Stück. Ach, das macht nichts. Das betrifft 4 Zähne. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich Ihnen heute nur einen Zahn machen. Ja, nur zu. Sind Sie sehr schmerzempfindlich? Ich bin nicht wehleidig, Frau Doktor. Erika, bitte geben Sie mir einen Dreierbohrer. Danke. So, Herr Lana, Mund auf. Bitte entspannen Sie sich, so gut es geht. Und los geht's. Mund auf. Entschuldigen Sie, halt. Ja, bitte. Könnte ich bitte eine Spritze haben? Selbstverständlich. Erika, bitte. Die Ärztin zog die Spritze auf. Sanft drückte sie die Luft aus der leicht gelblichen Flüssigkeit und injizierte sie mir. Die dünne Nadel drang tief in mein Zahnfleisch ein. Ich biss die Zähne zusammen, so gut es ging, bis ich ein wohlig warmes, taubes Gefühl rund um den Zahn auszubreiten begann. Die Ärztin lächelte. Ich lächelte zurück. Sie legte die Spritze beiseite und verließ mit ihrer Assistentin den Behandlungsraum. Endlich hatte ich Gelegenheit, mich ein bisschen umzusehen. Als im Nebenraum der Bohrer zu singen begann, zog ich mir einen Latexhandschuh über und öffnete die Karteibox. Darin fand ich zu meinem Erstaunen neben Dr. Schwarz auch Eder. Ich nahm die Karte an mich. Ich hatte gefunden, was ich brauchte, einen Beweis dafür, dass die Ärztin die beiden kannte. Zufrieden legte ich mich wieder in den Behandlungsstuhl. Ist Ihre Wange taub? Spüren Sie etwas? Nein. Na, dann kann sie ja losgehen. Die Assistentin stopfte mir den Absauger unter die Zunge und zog mir mit ihrem rechten Finger den Mundwinkel zur Seite. Angstschweiß bildete sich auf meiner Stirn. Iona griff nach dem Bohrer. Sie drehte den Bohraufsatz, einen kleinen gezackten Stift, in das Gerät und setzte es in Betrieb. Der Bohrer berührte meinen Zahn. Ich zitterte. Der Bohrer zitterte. Meine Hände zitterten, sie krampften sich in die Sessellehnen. Für einen kurzen Augenblick konnte ich Ionas Parfum riechen, Vengeureuse Nummer 5, bis der beißende Geruch von verbranntem Horn in meine Nase stieg. Horn, ja. Mir wurde schlecht. So, jetzt haben wir das Gröbste hinter uns. Wie fühlen Sie sich? Besser als die Opfer der Zahnfee. Schrecklich, diese Überfälle. Warum glauben Sie, tut jemand so etwas? Keine Ahnung. Ich wollte ihr auf den Zahn fühlen und merkte, dass sie mir auswich. So, bitte Mund weit auf, damit ich die Füllung einsetzen kann. Statt eine Aussage zu machen, stopfte sie mir den Mund. Sie dürfen nach dem Eingriff 2 bis 3 Stunden nichts in den Mund nehmen. Grüß Gott. Haben Sie schon gewählt? Nein,
Was können Sie uns empfehlen? Göttliches Menü Nummer 47. 47? Buddhistische Fastenspeise. Also für mich nicht, danke. Ich hätte gerne einen Whisky, aber ohne Eis. Ich nehme das am meisten gekochte Menü, das Sie haben. Mein neues Gebiss ist noch nicht fertig. Köstliches Menü Nummer 47. Glasnudeln. Eine doppelte Portion. Sie erhalten ein neues Gebiss? Ja. Alles hängt an meinem letzten Zahn, dem linken unteren Siebner. Ja, der linke untere Siebner ist von eminenter Wichtigkeit, dann scheint ja alles wieder in Ordnung zu kommen. Das ganze untere Gebiss an dem linken unteren Siebner. Herr Doktor. Ja. Ich hoffe bald, damit ich die Zahnfee höchstpersönlich als Staatsanwalt wiedersehen kann. Nun, wie weit sind Sie mit Ihren Ermittlungen gekommen? Ich übergab Dr. Schwarz die Kopien der Karteikarten und begann dem Anwalt sämtliche Fakten, die ich bis jetzt sammeln konnte, darzulegen. Während er an seinen Glasnudeln mümmelte, seine Essgeräusche waren fürchterlich, und ich zwang mich dazu, bei meinen Ausführungen nicht die Fassung zu verlieren. Erstens, allen Opfern werden vom Täter die Zähne ohne Betäubung gezogen. Zweitens, es wird der Zahn gezogen, welcher für das Gebiss des Opfers der richtigste ist. Und drittens, die Opfer werden von dem Täter ärztlich korrekt nachbehandelt. Ihre Blutungen werden gestillt, die Wunde desinfiziert, teilweise sogar genäht. Und die gerissenen Zähne schließlich mitgenommen, also entsorgt. Ja. Alles deutet darauf hin, dass es sich um einen dentalen Profi handelt. Ich war angewidert. Ich sah mich einer zahnlosen Fressmaschine gegenüber, die unentwegt Nahrungsbrei und Information in sich stopfte. Plötzlich unterbrach mich der Anwalt. Dr. Horney ist eine sehr attraktive Frau. Da hatten Sie recht. Sie würden Sie sicher nicht von der Bettkante stoßen. Worauf wollen Sie hinaus? Ich habe Sie absichtlich in dieses Restaurant gebeten. Ich möchte, dass Sie Dr. Horney näher kennenlernen. Sie kommt jeden Tag in der Mittagspause in dieses Restaurant und ich will, dass Sie sich in Ihr Leben schleichen, Ihr Avancen machen. Das, was ich wissen will, steht auf keiner Karteikarte. Dr. Schwarz hatte recht. Der alte zahnlose Fuchs wusste, dass ich das Geheimnis des Vaters nur über die Tochter kennenlernen würde. So musste ich wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und mir eine Affäre mit meiner Zahnärztin beginnen. Zumindest so tun. Sie hat gerade das Lokal betreten. Los, gehen Sie zu ihr hin. Hallo. Was für ein Zufall. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte. Haben Sie schon gewählt? Ich nehme das Übliche. Sie hatten vorhin in meiner Praxis ziemlich viel Angst. Trotz der Spritze. Normalerweise bin ich nicht wehleidig, aber Zahnschmerzen sind Schmerzen, die mir Angst machen. Gegen Zahnschmerzen kann man nichts tun. Man ist ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich könnte Ihnen einen Zahn ziehen, ohne Betäubungsmittel, ohne dass Sie davon etwas merken würden. Gut, dass Sie Ihren Humor nicht verloren haben. Ich würde es Ihnen gerne beweisen. Wie kann eine so schöne Frau wie Sie so einen fürchterlichen Beruf ausüben? Linie Nummer 47, Ihre Beginnende, Madame. Danke. Er ist eigentlich gar nicht so fürchterlich. Zähne begleiten uns ein ganzes Leben lang. Schon als Kind war ich fasziniert von Zähnen, vielleicht auch durch mein Elternhaus. Mein Vater war Zahnarzt. Als mein erster Milchzahn zu wackeln begann, wollte ihn mein Vater ziehen. Ich lag schon im Bett, er nahm den Zahn, drehte ihn und ruckzuck war er heraus. Es tat nicht weh, aber ich war so erschrocken über den Verlust, dass ich zu weinen begann. Papa setzte sich ans Bett und tröstete mich mit einer Geschichte über die Zahnfee. Die Zahnfee?
Ja, die Zahnfee ist eine moderne, mythologische Gestalt, die so gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika entstand. Wenn man seine Milchzähne unter den Kopfpolster legt, kommt in der Nacht die Zahnfee und holt sich den Zahn. Als Belohnung liegt Zahnschmerzen bringen unsere Existenz auf den Punkt, ähnlich einer Geburt, wobei diese Erfahrung nur der Frau vorbehalten bleibt. So gesehen hat das Ganze für mich sogar etwas Bewusstseinserweiterndes. Hallo, bin ich Käse Nummer 47, Madame. Wollen Glückskeks? Ah, apropos Bewusstseinserweiterung. Schauen Sie, 2 chinesische Glückskekse. Wählen Sie das Ihre. Und jetzt, was macht man damit? Man beißt hinein. Drinnen ist ein kleiner Papierzettel, auf dem eine Art Weissagung steht. Viel Arbeit, Glück und Geld. Interessant. Und was steht auf Ihrem? Was ist denn? Mein Zahn. Ein Stück ist abgebrochen. Oh. Dieses Glückskeks erfüllt scheinbar prompt Ihren Wunsch. Bitte entspannen Sie sich. Sie werden ruhig. Sie atmen tief und ruhig. Öffnen Sie Ihren Mund weit. Danke. Es tut mir leid, aber der Zahn ist auseinandergebrochen. Ich werde ihn wohl oder übel entfernen müssen. Es tut mir wirklich leid, aber diesmal scheine ich schuld zu sein. Ich wusste, diese Situation musste ich ausnützen. Ich ging aufs Ganze. Bitte geben Sie mir keine Spritze. Wie bitte? Ja, beweisen Sie mir Ihre Theorie. Sie haben mir doch gesagt, Sie könnten den Zahn schmerzfrei ziehen. Nun gut, wenn Sie es wünschen, wir können es versuchen. Schließen Sie die Augen und denken Sie an nichts. Entspannen Sie sich. Atmen Sie langsam und tief ein, aus, ein und aus. Ihre Glieder werden schwer. Sie öffnen jetzt langsam den Mund. Und jetzt hatte ich Ihr Vertrauen gewonnen. Die Hand der Ärztin war auf meiner Wange. Nur die dünne Latexschicht trennte uns. Wir waren uns total ausgeliefert. Was ist? Ist Ihnen nicht gut? Sie zittern so. Es ist nicht. Ich habe eine Latexallergie. Würde es Ihnen etwas ausmachen, die Handschuhe auszuziehen? Aber nein. Sie atmen tief ein und aus. Öffnen Ihren Mund, locker lassen. Lassen Sie locker. Lassen Sie alles, was Sie belastet, frei. Ich spürte Ihre warme, weiche Haut auf meiner Wange und war ein wenig getröstet. Loslassen. Lassen Sie alles frei. Sanft drückte Iona mit ihrer rechten Hand meinen Kiefer nach unten, mit Daumen und Zeigefinger fuhr sie in meinen Mund und begann an der Zahnruine zu ziehen. Locker lassen und tief atmen, wie Wellen im Meer. Sie kommen und gehen. Komm. Komm zu mir. Sie war dicht über mich gebeugt. Ich spürte ihren ganzen Körper. Komm. Plötzlich ging alles sehr schnell. Mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, einer Art Drehbewegung, zog Iona meinen Zahn. Ja. Ich war so überrascht, dass ich nichts spürte. Da ist er schon, der kleine Übeltäter. Ich war fasziniert und schockiert zugleich. Sie hielt den Zahn wie eine Trophäe vor mein Gesicht. Diese zierliche Frau musste über ungeheure Kräfte verfügen, um dies zu bewerkstelligen. Die Magie der Zähne, eine Technik der asiatischen Nunkas aus dem Hochland Nepals. Die ausgerissenen Zähne werden zu einer Kette geformt und um den Hals getragen,
als Schutz gegen böse Geister. Wollen Sie Ihren Zahn? Sie glauben immer noch nicht an die Magie der Zähne? Ich erinnere mich an den Zaubertrick meines Großvaters. Er ließ seine Zähne verschwinden. Opa strich mit seiner großen Hand geheimnisvoll über seinen Mund und als er die Hand wegnahm, waren seine Zähne verschwunden. Ich verstand nie, wie das funktionierte. Oma und Opa hielten sich jedes Mal ihre Bäuche vor Lachen. Meine Großmutter bewahrte seine Zähne noch lange nach seinem Tod in ihrem Nachtkästchen auf. Und jedes Mal, wenn sie schlafen ging, legte sie ihr Gebiss gemeinsam mit seinem ins Wasserglas. Oma meinte, das wäre so, als würde sie Opa küssen. Die Reinigungstablette tänzelte zwischen den beiden Prothesen, die sich im sprudelnden Wasser langsam berührten. Ich lag im Bett und beobachtete, wie Oma Opa küsste, bis ich schließlich einschlief. Wissen Sie, wie der Kuss entstand? Nein, wieso ist das wichtig? Da Babys noch keine Zähne haben, übergaben Mütter ihren zerkleinerten Speisebrei mit einem Kuss an das Kind weiter. Ich möchte Sie küssen. Sie sollten 2 Stunden nichts in den Mund nehmen. Jetzt war genau das eingetreten, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erwarten konnte. Ich hatte mich in meine Zahnärztin verliebt. In die Frau, die ich observieren sollte und die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine psychopathische Gewalttäterin war. Ich blieb stehen und fuhr mit meiner Zunge über die Stelle in meinem Mund, an der zuvor noch ein Zahn gesteckt hatte. Mein ganzer Kiefer tat weh. Für einen kurzen Moment glaubte ich, jemand folge mir. Ich hörte ein eigenartiges Geräusch. Es kam näher und näher. Zwischen all den Autos konnte ich niemanden sehen, doch ich war sicher, es schien mich zu umkreisen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Das Etwas war mir dicht auf den Fersen. Jedes Mal, wenn ich stehen blieb, blieb es auch stehen. Nur das unheimliche Knirschen war zu vernehmen. Hier fühlte ich mich sicher. Ich war in meinem Auto. Sicher wie in einem Faradayschen Käfig. Doch ich hatte mich getäuscht. Die Entladung sollte im Auto erfolgen. Es war sinnlos, sich gegen den Angreifer zu wehren. Er besaß eindeutig die besseren Karten. Zum einen saß er hinter mir und zum anderen hielt er mir ein Skalpell direkt an die Halsschlagader. Zahnärzte nennen es den scharfen Löffel. Eine kleine messerscharfe Kelle an meiner Kehle. Ich war noch nicht bereit, meinen Löffel abzugeben. Sie sollten Ihre Nase nicht in Angelegenheiten stecken, die Sie nichts angehen. Los, öffnen Sie Ihren Mund und schließen Sie Ihre Augen. Sonst. Durch den Rückspiegel sah ich eine seltsam vermummte Gestalt. Die Gesichtszüge waren durch einen Schleier verdeckt. Um den Hals hing eine Kette aus Zähnen. Ich spürte, wie sie näher kam. In Erwartung einer Zange traten mir Schweißperlen auf die Stirn. Ich spürte den heißen, dampfenden Atem in meinem Gesicht. Ein übel riechender Duft. Plötzlich schob sie mir zu meinem Erstaunen ihre dicke, fleischige Zunge in den Mund. Die Zahnfee küsste mich. Ausgiebig und voller Hingabe. Und ich konnte nichts dagegen tun.
Warum tun Sie das? Ich bin eine Fee und habe eine Wünsche. Sie gefallen mir. Irgendwie finde ich sie süß. Nur kann ich ihre Nachforschungen im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Was wollen Sie dagegen unternehmen? Ich habe soeben was unternommen. Sie werden einige Zeit anderweitig beschäftigt sein. Wie soll ich das verstehen? Los, halten Sie Ihre Augen geschlossen. Und dann verrate ich Ihnen ein süßes Geheimnis. Bei einem Kuss werden mitunter Tausende von Bakterien ausgetauscht. Für einen gesunden Menschen kein Problem. Doch Sie haben eine Wunde, die sich jetzt leider entzünden wird. Die Zahnfee war so schnell verschwunden, wie sie gekommen war. Das Ziehen in meiner Wunde begann sich zu verstärken. Noch hatte ich Zeit. Solange die Entzündung nicht ausbrach, konnte ich die Verfolgung der Fee aufnehmen. Ich ging nach Hause, um meine Dienstwaffe zu holen. Ja, hallo? Hallo, Dr. Schwarz. Ich habe nicht die Zeit. Hören Sie zu. Ich weiß jetzt, mit wem wir es zu tun haben. Ach, Herr Doktor, Sie haben mich bewusst ins offene Messer laufen lassen. Ich war Ihr Köder. Ja, das macht doch nichts. In dem weiß ich jetzt, wer die Zahnfee ist. Ich habe Sie bis zur Praxis verfolgt. Ich gehe jetzt hinein. Nein, halt, bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Warten Sie, bis ich bei Ihnen bin, ja? Mein Gott, die Zahnfee, halt! Herr Doktor! Herr Doktor, wer? Hallo? Hallo? Ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Die Wunde in meinem Mund begann mittlerweile zu pumpen. Ich machte mich auf den Weg zu Ayonas Praxis. Die Haustür stand leicht angelehnt, und ich wusste sofort, dass hier etwas nicht stimmte. Ich schlich mich in den Warteraum und sah Licht aus dem Behandlungszimmer. Durch die geschlossene Glastür sah ich jemanden am Boden liegen. Dr. Schwarz war in den Behandlungsstuhl gefesselt. Seine Augen waren angstgeweitet. Ich wusste, ich durfte nicht zögern und versuchte, die Tür zu öffnen. Eine Tür, die nicht gerade leicht aufging. Also zog ich daran. Jemand schien an der anderen Seite dagegen zu halten. Ich verstärkte meinen Zug. Ich zog aus vollen Leibeskräften, während im Zimmer die Hölle losbrach. Ein fürchterliches Geschrei, ein Gejammer, das ich mein Leben nicht mehr vergessen werde. Schließlich sprang die Tür auf. Ich konnte es nicht fassen. Vor meine Füße rollte ein Zahn, fein säuberlich an Zahnseide gebunden. Die goldene Nummer 7 links unten hing an der Türschnalle. Mein Gott, dieser durchtriebene Dämon hatte mich zu seinem Komplizen gemacht. Welch diabolisches Genie! Dr. Siegfried Schwarz saß im Stuhl und hatte sein Bewusstsein verloren. Die Zahnfee lag bewusstlos am Boden. Auf ihrer Stirn war eine kleine Wunde. Vorsichtig zog ich ihren Schleier vom Gesicht. Es war Ayona. Sie war offensichtlich von Dr. Schwarz niedergeschlagen worden. Um ihren Hals hing die Kette mit den Zähnen ihrer Opfer. Ich beugte mich zu ihr hinunter. Da näherte sich von hinten jemand. Blitzschnell drehte ich mich um. Vor mir stand völlig verängstigt S.R. Erika A. Mein Gott, bin ich froh, dass Sie da sind. Sie ist völlig durchgedreht. Ich glaube, sie ist die Zahnfee. Es war fürchterlich. Sie hat die ganze Zeit gesungen, My heart belongs to Daddy. Und dann ist sie auf mich losgegangen. Ja. Sie wollte ihren Vater rächen. Ja. Jetzt beruhigen Sie sich. Es ist alles vorbei. Sie blickte mit ihren großen Augen zu mir hoch und hauchte ein zärtliches Danke in mein Gesicht. Ich erkannte den Geruch sofort wieder. Es war jener schrecklich widerliche Mundgeruch aus dem Auto. Dr.
Doch es war zu spät. Sie hatte sich schon meine Pistole geschnappt und auf mich gerichtet. Nehmen Sie Ihre Pfoten hoch. Sie sind die Zahnfee. Richtig. Woran haben Sie mich erkannt? An Ihrem Mundgeruch. Ich habe keinen Mundgeruch, Sie dreckiger Schnüffler. Hm. Los, kommen Sie. Für Sie habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Warum tun Sie das alles? Rache ist das Einzige, was mich jahrelang am Leben erhielt. Rache zu nehmen an all denen, die mir das angetan haben. Was angetan? Ich war einmal sehr in Dr. Horny verliebt. Damals hatte ich gerade meine Lehre als Zahnarztassistentin abgeschlossen. Wir hatten eine Affäre und ich wurde schwanger. Ich wusste, Dr. Horny hätte sich von seiner Frau nie getrennt. Man sagt, jedes Kind kostet einer Frau einen Zahn. Ja, und? Nun, auch ich hatte Schwierigkeiten mit meinen Zähnen und so ließ ich mich von Dr. Horny behandeln. Er wusste nichts von meiner Schwangerschaft. So zog er mir einen Zahn und löste dadurch die Wehen aus. Ich verlor mein Kind, noch in derselben Nacht. Am Krankenbett schwor ich, Rache zu nehmen. Rache an den Scheißkerlen, die mir mein Leben versaut haben. Und Iona? Iona? Wäre sie nicht gewesen, wäre Horny bestimmt zu mir gekommen. Los, jetzt genug geplaudert, rein in die Strahlenkammer. Die Polizei wird bald hier sein. Doch Sie werden dann leider nicht mehr leben. Strahlenüberdosis. Tut mir leid. Alle werden dann glauben, Iona ist die Zahnfee. Und niemand wird mehr hier sein, der etwas Gegenteiliges behaupten kann. Ich wusste, innerhalb weniger Minuten würde ich innerlich geröstet sein. Durch das Beobachtungsfenster in der Schutztür sah ich SR Erika A. Sie lächelte und winkte mir zu. Ihr Gesicht begann einen völlig irren Ausdruck anzunehmen, und ich hörte selbst durch die geschlossene Tür noch das Knirschen ihrer Zähne. Plötzlich schmierten ihre prallen Lippen langsam nach unten ab und zogen eine kirschrote Spur über das Fenster. SR Erika A. lächelte immer noch ungläubig. Hinter ihr sah ich Iona stehen. Sie hatte ihrer Assistentin die eiserne Karteibox auf den Kopf geknallt. Der Spuk war vorüber. Iona befreite mich. Und wir verständigten Polizei und Rettung für Dr. Schwarz. Als diese eintrafen, war die Zahnfee verschwunden. Mit ihrer grauenvollen Zahnkette. Nun, mein Kleiner, hat dein Vater dich nicht beruhigen können. Ayona, wenn Babys zahnen, kann sie nur Mamas Busen. Ich hoffe, du wirst der Zahnfee nie begegnen. Ja, niemals über den Weg laufen. Schlafe, mein Kleiner, schlafe. Hier bist du sicher. Der Zahnarzt. Herein. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, hier. Warum hier die Unterlagen? Ich habe hier alles in eine Axt, in einen Ordner zusammengegeben. Mein Name ist Siegfried Schwarz, Doktor Siegfried Schwarz, Anwalt, Staatsanwalt. Ich war neulich in den Seitenweg. Sie haben Sie mich nicht gesehen. Ja, also bitte, worum geht es? Ich bin bestohlen. Ja, dann sollten Sie lieber zur Polizei gehen. Hören Sie zu. Das Ganze ist ein sehr delikater Fall. Und ich brauche Ihre Hilfe. Verstehe. Wie heißt die Nutte? Und denken Sie hin, bitte. Hören Sie mir zu. Wünsche ich es.
Eindringling beugte sich über mich. In seiner Hand sah ich etwas metallisch glänzen. Konnte ich erkennen, was es war. Eine Zange, eine Riesenzange, mit der er gewaltsam in meinen Mund eindrang und mir meinen rechten oberen Satz verzog. Aber nicht zufällig die Putzfrau gekommen wäre. Wir haben eine Putzfrau, die kommt immer um Mitternacht. Wir nennen sie die Mitternachtsputzfrau. Und wer unhold auch noch meinen letzten Zahn, den linken, und entscheiden Sie dann, ob Sie mir helfen wollen. Okay. Legen Sie los. Bis zum Zeitpunkt des Überfalls war ich ein glücklicher Mensch. Bis zu jenem nebeligen Novembertag, der mein Leben in seinen Grundfesten erschüttern sollte. Hey, erzählen Sie mir keinen Roman. Kommen Sie bitte zur Sache. Also, zur Sache, ja. An jenem besagten Tag war ich länger in meiner Kanzlei geblieben, um Akten aufzuarbeiten. Es müsste gegen Mitternacht gewesen sein. Da hörte ich es zum ersten Mal. Es war ein unheimliches, fast widerliches Geräusch, das in seiner Intensität immer mehr und mehr zunahm. Zuerst glaubte ich, die Klimaanlage sei defekt. Aber nichts ahnend ging ich dem Phänomen nach. Ich betrat vorsichtig das dunkle Nebenzimmer. Da fiel etwas oder jemand über mich her, sprang mich an wie ein wildes Tier, warf mich zu Boden und führte mir die Luft ab, bis ich das Bewusstsein verlor. Als ich wieder Wer fehlte? Die Dritten. Die Dritten? Welche Dritten? Meinen unteren Siebener gezogen. Und bevor er verschwand, flüsterte er mir mit einer seltsam verstellten Stimme zu. Ja, was? Einen fauligen Mundgeruch dieses Unholds werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Als würden sich tausend Gräber öffnen und mir ihren Besthauch ins Gesicht schlagen. Ja, schön und gut. Was hat er gesagt? Den Siebener hole ich mir auch noch. Bis bald. Ah, das war alles? Ja. Verschwand es wieder. So schnell, wie es gekommen war. Ja. Konnten Sie erkennen, wer oder... Nein, es war dunkel. Die Stimme war künstlich